Ja, der Boxenstopp ist mit das Wichtigste während eines Rennens, wenn man im Feld ist von mehreren Autos, weil da wirklich die nötigen Zehntel rausgeholt werden können, um anderes Fahrzeug zu überholen. Und da ist natürlich das Entscheidende, dass alle gemeinsam perfekt eingespielt sind, dass das Team perfekt funktioniert, um das dann auch so gut umzusetzen, wie man es zigmal während des Trainings und der Tests geübt hat. Für mich als Fahrer ist es auch keine leichte Situation. Es ist etwas, was natürlich nicht so oft vorkommt wie die anderen Kurven im Rennen. Und da kann man auch während der Boxeneinfahrt und Ausfahrt schon die nötigen Zehntel gewinnen. Und dann auch die Position ist extrem wichtig. Man muss die Position wirklich genau treffen. Das ist das eine. Das andere, was nach außen hin vielleicht gar nicht so einfach ersichtlich ist, ist teilweise, dass man auch in einem Zug anhalten muss. Es ist nicht gut, wenn das Auto auf einmal stark verzögert und dann wieder rollt, denn die Mechaniker und auch der Mann, der den Sprit einfüllt, sehen schon, wie stark das Auto verzögert und gehen dann mit dem Auto mit. Und das ist eigentlich das Komplizierte bei der Sache.